Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Nach einem ultrageilen Rock gegen Links-Wochenende jetzt mal wieder eine CD-Vorstellung mehr oder weniger. Gab's schon länger nicht mehr, liegt daran, dass wir hier übelst im Stress sind. Zu Rock gegen Links alles dazu. Der Bericht folgt dem nächsten Politik-Spezial, wird es also am kommenden Wochenende geben. Aber wir wollen nicht zu viel darüber verlieren, denn ich habe heute eine Aufgabe. Denn wir machen heute mal was, was es so noch nicht gab, nämlich ein Unboxing-Video. Meine Kumpels von Act of Violence haben mich nämlich gebeten, ihre Special Edition vom neuen Album Alte Liebe rostet nicht mit Unboxing-Video vorzustellen. So, das ist gar nicht mal so einfach, denn ich habe keine Ahnung, was hier drin ist. Ich habe es tatsächlich, ich könnte natürlich bescheißen und sagen, ja, ich habe es jetzt hier frisch wieder eingepackt, aber ich habe tatsächlich keine Ahnung, was drin ist. Ich weiß, welches Lied das ich spielen werde, ganz am Ende, denn ich habe mir natürlich vorbildlich, wie ich bin, die Hörproben angehört. Also das steht fest, welches Lied. Aber ich habe keine Ahnung, was drin ist. Ich weiß bislang nur, Album erscheint morgen, am 2. November. Es gibt eine normale CD-Version und eben diese Todesbox, die angeblich hier drin ist. Vielleicht ist es auch meine Penispumpe, ich weiß es nicht. Aber Absender deutet darauf hin, dass hier alles schon seinen korrekten Lauf genommen hat. So, und jetzt machen wir das einfach mal, weil wir wollen es ja auch nicht zu lang machen. Ich mache das jetzt hier standardmäßig auf, ohne dass das jetzt hier ja, irgendwelche besonderen Haltungsnoten bekommt. So, und dann schauen wir uns das doch mal an. Also das Ding ist schon mal fett, das kann ich euch schon mal sagen. Ich halte es hier mal schön rein. Ich tippe darauf, dass das das neue Bandlogo ist und das könnte hinkommen mit Act of Violence. Und ich sehe, es sind 14 Lieder drauf. Gut, 1 plus, also 1 ist ein Intro, 13 Lieder. Und jetzt bin ich wirklich höchst gespannt. Also man kann das direkt öffnen. Ich habe also da keinen Kleber oder irgendwas außen rum, sondern man kann das direkt aufmachen. Und jetzt schauen wir mal rein. Oh ja. Sehr nett, sehr nett. Also es duftet relativ gut. Ich weiß jetzt nicht, ob man das extra bei mir gemacht hat oder ob das bei jeder so ist. Aber wir finden mehrere Sachen drinne. Heieiei. Oh, da ist tatsächlich sogar. Jetzt weiß ich, warum es duftet. Leute, 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 Leute. Da hat man sich nichts geschenkt. Also ihr seht hier den offiziellen Act of Violence Duftbaum, der im Special, in der Special Edition enthalten ist. Und zwar, es steht hier oben, Duftnote Obersalzberg. Ich weiß nicht, kriegen wir da die Kamera scharf? Naja, gut, ihr könnt es sicherlich auch so lesen. Also, jetzt wissen wir, warum es so geduftet hat. Dann gibt es hier, auch als Gratis-Action fürs Auto oder keine Ahnung für was, einen Aufkleber dazu. Schmeißen wir auch mit drüber. Dann, was haben wir denn hier in dem Teil Schönes drin? Schauen wir mal hier, da ist was Kleines, Schönes, Schnuckeliges. Ich mache das jetzt hier mal auf in meiner unnachahmlichen Art und Weise. Oha! Oha! Das ist tatsächlich ein USB-Stick mit Gravur oder ich weiß nicht, also da hat so ein bisschen die Holzoptik. Ich weiß nicht, ob es Holz-USB-Sticks gibt. Also ich glaube es nicht, aber es sieht zumindest so aus hier schön mit Magnet sogar. Also der schließt hier quasi von selber, wenn man es, also wenn ihr euch selber nicht imstande seht, einen USB-Stick richtig zuzumachen, das macht das Ding quasi automatisch für euch. Unfassbar. Da schauen wir dann gleich mal drauf, ob irgendwas drin ist. Was haben wir denn hier noch Schönes? Einen, ohoho. Den Act of Violence Kalender 2018. Jetzt muss ich natürlich gucken, ob da Nacktfotos drauf sind von den einzelnen Mitstreitern und Mitspielern oder ob das einfach nur ein Kalender ist. Wir packen das mal schön aus hier. Heieiei, also da hat man sich ja tatsächlich mal was einfallen lassen. Der ist sogar zum Aufstellen. Also es ist unglaublich. Leute, 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 und es gibt tatsächlich verschiedene Bilder. Also, ich will jetzt hier nicht zu viel verraten. Also, ich blende jetzt hier mal noch ein bisschen was ein. Hier schön der Motorradfahrer, hier schön Soldat, sehr schön grafisch gestaltet. Man hat es also richtig krachen lassen. Also, es gibt tatsächlich verschiedene Bilder. Nackig sehe ich jetzt hier keinen, sehr gut. Ist also keine Indizierungsgefahr. Sehr geil, sehr geil. Also, man ist wirklich übel. Muss ich jetzt echt sagen, also ich kann mich da an andere Spezialboxen erinnern, wo einfach gar nichts drin war. Aber das macht das Ding hier auf jeden Fall wieder gut. Und natürlich gibt es die CD. Das macht natürlich Sinn. Auch da hat man es richtig krachen lassen. Ich schau mal rein ins Beiheft. Also ähnliche Gestaltung wie beim Kalender. Hier alles in dem Rot-Grau-Weiß. Alle Texte drinne. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich sehe gerade, man hat sogar Stand Tall gecovert. Seid ihr irre? Eins meiner Lieblingslieder von White Wolf.
Ist das hier tatsächlich Lied 8? Verrückter Scheiß. Oh mein Gott. Ich habe natürlich wirklich noch nicht reingehört. Aber das machen wir jetzt dann gleich. Also ihr seht, da gibt es also wirklich was fürs Geld. Ich habe keine Ahnung, was das am Ende kosten soll. Ach ja, den Stick wollten wir noch prüfen. Jetzt muss ich mal schauen. Ich habe ja hier meinen Stick drin. Ich weiß nicht, ob dann der zweite Slot funktioniert. Machen wir mal die Prüfung. Ja, das hört sich schon mal gut an. Jetzt schauen wir mal, was auf dem Stick drauf ist. Ja. Gerät kann jetzt verwendet werden. Ja, das hört sich doch gut an. Untersuchen tun wir nicht. Wir vertrauen den Jungs einfach mal. Und dann schauen wir mal, was da drauf ist. Oh. Also es ist das komplette Album drauf als MP3. Es sind Bilderchens drauf. Die machen wir mal hier mit großen Symbolen. Zeige ich euch aber jetzt hier nicht. Ja, von wunderbaren Auftritten und Co. Ist das von hier von? Das ist, glaube ich, sogar von Rock für Identität, wenn mich nicht alles täuscht. Also ja, hier oder? Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Also da ist tatsächlich, also Bilderchens auch drauf. Wallpaper gibt's, also für euren endgeilen Desktop-Hintergrund. Also mal Gruß an die Jungs, also ihr habt's wirklich, ist übel. Ein interaktiver Kalender und das Booklet ist auch nochmal drauf. Das macht natürlich jetzt Sinn, weil jetzt kann ich natürlich die CD muss ich jetzt nicht einlegen. Machen wir mal den Scheiß hier gleich wieder rein. Ich habe jetzt nämlich gedacht, ich muss die CD einlegen. Aber dann machen wir jetzt Musik rein. Also ihr seht, Oldschool Records und Act of Violence, beziehungsweise ist es nicht Oldschool Records, es kommt ja unter Freiheitsrock raus, habe ich schon wieder Scheiße erzählt. Also Freiheitsrock ist das Label. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Die Hörproben waren ja schon ziemlich geil. Ich muss mich natürlich erst reinhören. Aber was mir am besten gefallen hat bei den Hörproben war das Lied Radikaldemokraten. Und das gibt's jetzt. Ansonsten, wie gesagt, morgen kommt die CD raus. Sollte ein Pflichtkauf sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Großes Herzi und großen Dank an die Jungs dafür, dass man mir das zugeschickt hat. Ich hoffe, ich habe mich jetzt hier mit der Unboxing-Version nicht enttäuscht. Schauen wir mal, muss ich mal das Feedback abwarten. Jetzt aber Musik. Act of Violence vom morgen erscheinenden Album. Alte Liebe rostet nicht, das Lied Radikaldemokraten. Ich sag Sayonara und bis demnächst und jetzt viel Spaß. Ich sagte, was ich gesagt habe, weil ich ein netter Mensch bin. Und es fühlte sich für mich richtig an. Nett ist für Feiglinge und Demokraten. Wir können es uns ruhig so schlafen, weil Mutti überfragt. Ihre Auftraggeber sind verborgen, die Raute als Symbol der Macht. Hat sie nicht einen Eid geschworen, dem Volke nicht zu schaden? Der große Austausch hat begonnen, die letzte Stunde hat geschlagen. Schaffen wir sie nicht ab, dann schafft sie uns ab. Sie dient nicht dem Volk, sondern dem Staatsapparat.
verfallt, sie sind